Eine Sensation im letzten Jahr war ja, dass Samsung wieder OLED-Fernseher baut. Und hier sehen wir jetzt die OLED-Fernseher der zweiten Generation und die schauen wir uns jetzt mal an. Das hier ist der Samsung 77 Zoll, das neue OLED-Flaggschiff. Gut, schaut auf ersten Bild natürlich wie OLED immer brillant aus. Ein Problem bei den Pixeln, so wie Samsung die Subpixel anordnet, durch die Dreiecksanordnung sind ja die Farbsäume, die bei harten Kontrasten entstehen. Also das ist oben habe ich einen roten Farbsaum und unten einen violetten. Sieht man aber erst, wenn man ganz nah hingeht. Es schaut schon beeindruckend aus. Jetzt aber bei der Schrift. Unten ist nur ein violetter Rand. Oben grün, unten violett. Die Hardware ist nicht mehr in so einem hässlichen Buckel versteckt, sondern ist jetzt so schön auch in einer One Connect Box untergebracht, so wie es Samsung eigentlich bei seinen ganzen Premium-Modellen macht. Hinten beim 55 Zoll Modell sieht man es noch, wie es vorher war.